Mein Name ist Theodor Milonik. Ich bin geboren im Jahr 1934, in die Kriegszeit hineingeboren worden, habe noch die letzten Kriegstage miterlebt, im Rang eines sogenannten Bimpfen, war noch, kann man nicht sagen, bei der Wehrmacht, aber noch in ausbildungsmäßig eingebunden in die Kriegsausbildung. Zu Kriegsende war natürlich die ganze Infrastruktur zerstört, es war Nahrungsmittelmangel. Von der Landwirtschaft ist erwartet worden, die Ernährung sicher zu stellen. Und das ist uns, oder allgemein hat es geheißen, wir können gar nicht so viel Nahrungsmittel erzeugen, wie wir brauchen werden. Und dann haben wir uns, das haben wir uns verlassen und dann haben wir uns in die Arbeit gestürzt. In meiner Jugend, inzwischen bin ich dann 20 Jahre alt geworden, haben wir dann das Wirtschaftsgebäude erweitert, weil es zu klein geworden ist. Wir hätten ja so möglichst viel erzeugen. Wir können gar nicht so viel erzeugen, wie wir brauchen, hat es geheißen. Da haben wir müssen das Wirtschaftsgebäude erweitern. Das alte ist zu klein geworden. Und wir haben uns, also unsere, wir waren ja klimatisch und flächenmäßig nicht günstig ausgestattet. Flächenmäßig Ackerbau schwer möglich bei uns. Wir haben uns müssen auf die Grünlandwirtschaft konzentrieren und Grünlandwirtschaft und Viehzucht. Und dazu haben wir dann eben das neue Wirtschaftsgebäude gebraucht und haben das dann gemacht. Ich habe dann geheiratet, eine Familie gegründet. Mit meinem Vater haben wir zusammen gearbeitet, solange er noch aktiv war. Er ist dann, wie ich 35 Jahre alt war, ist er verstorben. Bis dorthin haben wir teilweise noch zusammenarbeiten können. Und dann waren wir mit meiner jungen Familie, meine Frau und zwei Töchter, waren wir dann allein. Und haben eben das versucht zu meistern. Inzwischen ist aber natürlich allgemein die Produktion gesteigert worden, sodass dann hat das Problem der Überschussproduktion angefangen. Jetzt haben halt wir waren in einer schwierigen Lage. Jetzt haben wir da investiert, Geld und Arbeit investiert, um möglichst viel zu produzieren. Dann ist es zu viel geworden, dann hätte man wieder sollen abbauen. Dann habe ich noch in meiner aktiven Zeit müssen die Viehwirtschaft zurücknehmen und mich müssen auf die Forstwirtschaft verlegen. Es hat nämlich, der größere Teil unserer Fläche ist bewaldet und war Wald, Wirtschaftswald. Habe ich mich mehr auf die Waldwirtschaft verlegt und die Landwirtschaft ist nicht gerade in den Hintergrund getreten, aber es ist eben klar verkleinert worden und nicht mehr auf große Produktion ausgerichtet gewesen. Dann waren natürlich die Wirtschaftsgebäude sind nun in späterer Folge zu viel geworden, aber sie sind nach wie vor noch genutzt worden, landwirtschaftlich genutzt worden, obwohl niemand meine volle Arbeitskraft in der Landwirtschaft eingesetzt worden ist, sondern mehr im Forst eingesetzt worden ist. Das ist der sogenannte Galtaler Stuhl. Ja. Alle sind ähnlich ausgeformt. Wir liegen in einer Ebene, wir können nicht irgendeine Berglage ausnutzen mit der Lage. Wir müssen alles von der Ebene, von ebenerdig müssen wir lagern und was wir hochlagern, müssen wir eben heben. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss mir nach den Gegebenheiten riechen. Hallo, ich bin die Alexandra, die Enkelin vom Opa. Und ich zeige euch den Stadl jetzt von innen. Kommt herein. Kommt herein. Hier waren die Traktoren eben. Das waren zu Höchstzeiten, glaube ich, 5, 6 Stück und Anhänger gelagert. Unter uns befindet sich die Garage und auch das Holzlager, Sägespäne. Hier sieht man den Lagerbereich, der früher eben mit Getreide und später mit Heu immer bis oben hin voll war. Wie für Galtaler Stadeln üblich ist hier die typische Futterlücke, wo man das einfach öffnet, wahrscheinlich nicht so wie ich, aber und das Heu runter nimmt. Direkt in den Stall hinunter und die Tiere freuen sich.